Willkommen zurück bei Pearl TV und wir sind immer noch beim Thema Fotografie und wir haben jetzt was für Sie, wo Sie sagen, Moment mal, ich bin kein Produktfotograf, ich möchte ja eigentlich gar nicht irgendwie, das brauche ich nicht, ich möchte ja nur meine Frau oder meine Kinder fotografieren, aber jetzt kleines Fallbeispiel, nehmen wir mal an, Sie räumen mal Ihren Dachboden oder Keller auf und finden da so kleine Schätze, dann gibt es so eine elektronische Plattform, so ein Auktionshaus, wo man meistens ja Fotos reinstellen muss und ich kann Ihnen sagen, wenn man die Sachen schön fotografiert und richtig gut fotografiert, dann kommt da meistens auch mehr Geld bei raus. Und da haben wir uns gedacht, es gibt ja Leute, die zum Beispiel auch, ja, ich sag mal so, Autos sammeln, kleine Modellautos, die Matchbox-Autos, die, ich sag mal so, was gibt's da noch, was man sammeln kann? Uhrenliebhaber, kleine Vasen und so weiter und so fort. Und die natürlich davon auch gerne Fotos hätten. Und da haben wir uns gedacht, okay, pass auf, wir bauen was und lassen das bauen und das bieten wir ihnen an. Und die Rede ist von unserer tollen Fotobox. Absolut richtig, liebe Zuschauer. Sie sehen, es ist jetzt richtig hell beleuchtet. Und wir können auch mal was reinlegen, damit Sie sich das besser vorstellen können. Weil ich finde immer, es ist wichtig, dass man alles sich bildlich besser vorstellen kann. Sie sehen, wir haben zwei Reflektorwände mit einer Möglichkeit, dass die Fotolampe alles gut ausleuchtet. Und jetzt haben wir hier das Handbuch reingestellt. Und da können wir auch sehen, das kommt jetzt richtig gut in Szene. Da sehen wir jetzt gerade in der Kamera. Genau. Vor. So, und jetzt stehe ich mit der Kamera davor. Ich habe mir natürlich eine Kamera besorgt. Ist ja nicht wie bei armen Leuten hier. Wir haben ja in der Requisite alles. So, und jetzt einfach das passende Stativ nehmen, Foto machen. Und fertig. Und schon sieht das Produkt natürlich viel, 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 viel besser aus. Und wenn Sie zum Beispiel, ich sag mal so, ein Fotoalbum Ihrer Lieblingshobby-Sammlung zum Beispiel erstellen wollen, dann ist das toll. Wir haben einfach mal unseren Kollegen gebeten, sein Frühstück zu fotografieren, nämlich seinen Lieblingsapfel. Und das hat er gemacht. Und das Ganze sieht richtig gut aus, denn es hat plötzlich ein richtig professionelles Niveau. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie nur zwei, drei Sachen irgendwie in so einem elektronischen Kaufhaus anbieten, so einem Auktionshaus, dann macht 47,41 Euro schon Sinn. Denn je professioneller etwas aussieht, umso besser ist es. Wir haben den Whitebox, also den weißen Hintergrund und natürlich den blauen Hintergrund. Da können Sie es dann zum Beispiel wunderbar freistellen und den Apfel einfach wieder dahin hängen, wo er herkommt, nämlich an den Baum. Sagenhaft, was man heutzutage alles machen kann, liebe Zuschauer. Aber Sie können das natürlich auch anderweitig nutzen, indem Sie zum Beispiel sagen, Sie nehmen ein ganz anderes Hintergrundbild, also sagen vielleicht nicht unbedingt einen Baum, sondern etwas ganz völlig Irrsinniges, vielleicht sogar einfach einen Sternenhimmel oder so und projizieren da etwas hin, was Sie sonst eigentlich gar nicht so möchten. Also vor allen Dingen da haben Sie wirklich viele Möglichkeiten. Diese kleine Box ist wirklich ein Wunderwerk, denn, ich zeige Ihnen das nochmal, das ist eins von unseren Smartphones, was wir Ihnen eben schon angeboten haben. Und gucken Sie mal, wie toll das aussieht. Sie können jetzt komplett mit den Lichtreflexen spielen. Das heißt, je nachdem, wie Sie das Licht setzen, wie Sie das gute Stück bewegen, sehen Sie, wie toll das aussieht. Entweder ganz klassisch oder eine leichte Lichtspiegelung drauf. Das ist mal ganz, 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 ganz weit vorne. Und ich sage mal so, einfach aufklappen, fixieren und fertig ist so ein Produktrahmen. Das kennen Sie aus einem professionellen Studio. So werden die Fotos gemacht von den Produkten, wo Sie zum Beispiel im Supermarkt sagen, habe ich in der Werbung gesehen, will ich unbedingt haben, das ist mal toll. Und genau da haben wir uns gedacht, da müssen wir einfach mal das passende Produkt für haben. 179,90 Euro wäre der normale Preis. Wir haben gedacht, komm, wir drehen heute mal richtig an der Preisschraube. Heute drehen wir mal richtig durch. Ist ja Montag und hier unten ist Fastnacht. Ja, dann haben wir einfach gedacht, komm, los geht's. Und unter 50 Euro haben wir gesagt und im Endeffekt mit dem spitzen Bleistift gerechnet. Und dabei kam 47,41 Euro raus. Zum Beispiel haben Sie vielleicht auch etwas geschenkt bekommen, Blumen als Beispiel. Und Sie wollen die fotografieren, weil die verwelken ja ziemlich schnell. Und um die richtig schön in Szene zu setzen, liebe Zuschauer, können Sie die natürlich auch kurz in unsere Box geben und diese festhalten per Foto. Wie zum Beispiel J.M. Ob jetzt Herr oder Frau, kann ich Ihnen nicht sagen, aus Wuppertal, Sie wissen schon da, wo die Schwebebahn ist, geniales Mini-Fotostudio, um kleine Objekte gut auszuleuchten, abzubilden oder mit Bluescreen leicht freizustellen. Das war das, wo wir den Apfel wieder an den Baum gehängt haben. Handlicher Tragekoffer, das heißt, das gute Stück ist maximal so groß wie eine Aktentasche, wenn Sie es zusammenklappen. Insgesamt ein tolles Hilfsmittel. Dann sagt noch MD aus Neuansbach, super einfach aufzubauen. Ich bin begeistert, jeder Euro wert. NC1727569 ist die Bestellnummer. 57,41 Euro, 74% Preisnachlass. 47? Ja, 47,41 Euro. Was habe ich gesagt? 57. Ja, 47, entschuldigen Sie, unter 50 Euro. Also, wir haben eine Bestellnummer für Sie und Sie haben eine Telefonnummer und wir bauen das jetzt ab, weil wir müssen nämlich jetzt gleich weitermachen und Sie rufen an. Also, bis gleich.